Ja, Freunde. Boah. Ich habe mir gedacht, ich mache mal ein neues Format. Und zwar Freizeitsnickes Flotte Fanpost. Denn ich habe was bekommen von Abonnenten letztens in der Stadt. Und ja, und das soll heute das Thema sein. Und zwar... Das sind die krossen Kähne, das könnt ihr auch gucken. Aber heute Ovo Maltine, crunchy Biskuits. Biskuits heißt das. Biskuits mit Ovo Maltine Creme-Füllung, 40%. Jo, Alter, 40? Jo. Krass. Das Ding ist, ich habe hier kein Stativ. Willst du das mal aufmachen für mich? Du hast mir das schon zwar geschenkt hier quasi. Ja, ich habe Ihnen das hier geschenkt, hab das hier verpackt. Oder ihr gesagt, zur Verfügung gestellt. Fuck. Also, ich denke mal, da muss ich auch so ein Zeichen hin machen. Hey, wie macht man das denn auf? Fuck. Jungs. Hä? Ja, ah, ja, okay. Da dem Strich. Hab's nicht gar nicht mal so schwer. Doch, okay, dann macht man das hier so auf. Und Alter, da fallen sie schon raus. Da fallen sie schon raus. Die Prinzenrolle. Alter, das... Das ist halt irgendwie schon so eine Prinzenrolle-Kopie eigentlich. Im Prinzip schon, aber von der Farbe erinnert mich das eher an Oreo-Kekse. Ja, nee, kann man sagen. Ich mach mal den Aufreichtest. Okay. Kann man aufdrehen, geht eigentlich ganz, ganz fit, Jungs. Boah, das erinnert mich an diese Oreo Black oder so. Alter, wisst ihr, was mich das erinnert, Jungs? Füllung. An diese Oreos, ne? Ja. Die Oreos? Ja. Ja, die ist halt auch so... Nee, Jungs. Das sind so schwarze Dinger und dann ist da so weißes Zeug drin und die machst du auch so auf, wie du gerade aufgemacht hast. Ja, die kann man so aufdrehen. Ja, ja, genau. So, aber ja, ich kann das hier noch mit einer halt so... Boah, so vielleicht hier, ne? Ja. Würde sagen, dann essen wir das Ganze mal. Okay. So sind die. Was jetzt, die Creme oder den Keks? Beides. So, mal oh, zusammen. Oh, Jungs. Oh. Jungs. Na, dann hat er was auf meinen Fuß hier gemacht. Der Tasty Griefe. Ja, den Keks aber nur, nicht die Creme. Ja, ist ja alles okay. Dann, ich würde sagen, ich esse den hier mal, ne? Jungs. Das schmeckt halt irgendwie komisch. Hab ich schon probiert hier gerade. Ja. Jungs, ich guck mal nach, was da drin ist. Echt mal vom Boden hier, ne? Wo steht denn das? Alter, was ist das hier? Da war auch die Schweiz. Jungs, Alter, ist das auch der Schweiz? Alter, da ist es. Ne. Jungs, was ist da drin? Keine Ahnung, weiß ich nicht, hab ich nicht gesehen. Jungs, Magermilch und Alter. Junge! Hau hier nicht mit der Kamera da ist Sachen Malz drin, Sorry. Jungs. Malz, Vita-Malz. Ach so, lol. Okay, das ist schon krass. Also, ist nicht schlecht. Auf jeden Fall danke, dass du mir hier für die Review zur Verfügung gestellt hast. Aber okay. Wo kann man die denn kaufen? Den kann man im Edeka kaufen. Ja. Also im Supermarkt. Ja. Das ist nice. Ja. Okay. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Eure Freizeitsnäge. Ja, also, Jungs, der Daisy Griefer ist natürlich wieder mal am Start.